Grüß euch hier auf meinem Kanal. Heute starten wir mit dem ersten Tutorial und als Thema habe ich mir gedacht, wir werden heute einen Orgelnebel fotografieren. Ich werde das Tutorial so aufbauen aus drei Teilen. Und zwar im ersten Teil werden wir genau die Ausrüstung durchgehen, Einstellungen der Kamera, was für einen Standort man wählen sollte und wie genau das Fotografieren dann eigentlich vonstatten geht. Im zweiten Teil werden wir durchmachen das sogenannte Stacking, wie man Bilder verrechnet. Da werden wir einzelne Software hernehmen und schauen, welches das beste Ergebnis erzielt und welches am einfachsten eigentlich zum Bedienen ist. Und im dritten Teil werden wir das fertige gestackte Bild bearbeiten. So, nun kommen wir zur Ausrüstung. Für ein Orgelnebel benötigen wir natürlich einmal eine Kamera. Ich verwende die Nikon D7000 Spiegelreflexkamera mit APS-C Sensor, effektive Megapixelanzahl von 16,2, ISO-Werte von 100 bis 25.600. Wir werden uns im ISO-Bereich 3200 bewegen bis 6400, aber darauf werden wir später noch genau eingehen. Als zweites wichtiges Detail ist natürlich, zu einer Kamera braucht man Objektiv. Ihr habt auf dem Nikon ein Teleobjektiv, Brennweite 70 bis 300 mm und eine Blende von 4,5 bis 5,6. Beim Objektiv ist es wichtig für die Astrofotografie, dass das Objektiv offenblendig ist, dass ihr viel Licht sammeln könnt. Ihr fotografiert es draußen in der Nacht, ihr fotografiert den Himmel, der sowieso dunkel ist, eigentlich eine dunkle Fläche ist und wo aber punktuell die Sterne zum Sehen sind. Deswegen ist es wichtig, dass schaut, wenn ihr Astrofotografie machen wollt oder Deep Sky Fotografie, dass ihr immer Objektive verwendet, die lichtstark sind. 4,5 bis 5,6 ist jetzt nicht lichtstark, aber für den Orgelnebel reicht es vollkommen aus. Und als drittes Objekt ist das sogenannte Stativ. Da habe ich von Rohle SC5i Carbon Stativ. Beim Stativ ist es eigentlich wichtig, oder besser gesagt, die erste Voraussetzung ist einmal, dass das Stativ einmal fest am Boden steht, dass es nicht beim ersten Wind umfliegt. Und was noch wichtig ist für die Astrofotografie, ist auch der Kugelkopf oben, dass er ein stativer Kugelkopf hat. Wir werden heute manuell nachführen, die Kamera, nicht automatisch. Das bedeutet, die Erde dreht sich ja, die Sterne bewegen sich im Himmel sozusagen. Wir werden den Orgelnebel einfangen, werden dann ein Intervall setzen von 20 bis 50 Fotos. Und dann wird es passieren natürlich, dass der Orgelnebel aus dem Bedingungen verschwindet. Wir dann den Kugelkopf lösen müssen und die Kamera wieder nachstellen müssen, bis unser Orgelnebel wieder im Bild erscheint. So, jetzt kommen wir zum Standort und der Wetterlage für die Astrofotografie oder speziell jetzt für unseren Orgelnebel. Beim Standort solltet ihr jetzt einen Standort wählen, der was relativ wenig Lichtverschmutzungen hat. Also in einer Großstadt oder in einer Stadt würde ich es nicht raten, dass ihr Astrofotografie betreibt, da dort die Lichtverschmutzung ziemlich hoch ist und ihr kein Sternbild sehen werdet. Fahrt aus aufs Land oder ladet euch einfach eine Light Pollution App auf, gibt es im App Store. Manche kosten was, manche sind aber kostenlos. Dort seht ihr dann die Weltkarte und auf der Weltkarte seht ihr, wo die Standorte sind mit der wenigsten Lichtverschmutzungen. Das heißt, wo ihr am besten Blick auf den Sternenhimmel habt. Zum Wetter, ich würde euch raten, eine klare Nacht nehmen für die Fotografie. Wenn Wolken sind, also bewölkt ist, funktioniert das sowieso nicht, weil ihr nicht einmal den Sternen sehen werdet. Und wenn Vollmond ist, funktioniert es auch nicht, da der Mond zu hell leuchtet, um Sterne ersichtlich zu machen. Das bedeutet, wird es eine Nacht wirklich wolkenlos, kein Mond am Himmel und einen Standort mit relativ wenig Lichtverschmutzung, dass euer Ergebnis da wirklich tippitoppi wird. Nun bauen wir Stativ auf und die Kamera setzen wir oben auf unseren Kugelkopf drauf. Jetzt, wo wir alles aufgebaut haben, suchen wir uns mit dem freien Auge den hellsten Stern, den was man sehen kann. Den hellsten Stern nehmen wir in unseren Sucher hinein, sodass man ihn am Bildschirm sieht. Man sieht da jetzt schön, sieht man den hellsten Punkt. Jetzt dann zoomen wir zu mit unserer Lupe, dass wir ihn schön in die Bildmitte bekommen. Wir gehen jetzt auf unsere 300 mm, fixieren die Kamera, zoomen mit der Lupe hinein
Und nun verdrehen wir den Fokus. Fokus ist auf manuell. Jetzt verdrehen wir den Fokus nach rechts. Man sieht jetzt, dass der Stern größer geworden ist. Wir verschieben ihn jetzt, jetzt wird der Stern kleiner. Das ist jetzt der kleinste Punkt. Wenn man dann weiter überdreht, wird er wieder größer. Wir suchen den Punkt raus, wo der Stern am kleinsten als Punkt zum Sehen ist. Das ist jetzt dann unser Fokus. Wir dürfen jetzt am Fokus nichts mehr verdrehen. Mit dieser Einstellung arbeiten wir jetzt dann. Man sieht es einmal, größer, kleiner, größer und der kleinste Punkt, das bleibt. So, zu den Einstellungen. Wir nehmen eine Verschlusszeit von 1,6 Sekunden, eine Blende von 5,6 Sekunden und den ISO auf 3200. Natürlich fotografieren wir im RAW-Format. So, jetzt suchen wir mit der App Stellarium den Orionnebel. Der Orionnebel befindet sich im Sternenbild Orion. Dafür gehen wir jetzt mit dem Handy über den Horizont und suchen nach dem Sternenbild Orion. Hier haben wir jetzt das Sternenbild Orion. Jetzt zoomen wir ein bisschen hinein und dann sehen wir oben horizontal drei Sterne. Und darunter sind wieder drei Sterne, die sind der Orionnebel. Dort drin befindet er sich. Die drei oberen horizontalen Sterne sind mit dem Auge schön ersichtlich. Und die unteren drei, wo der Orionnebel drinnen ist, beim längeren Beobachten des Himmels auf dem Punkt, sieht man den Orionnebel auch schon leicht. Wir haben einen großen Hund. Vom großen Hund oben vom hellsten Stern gehen wir nach rechts und nach oben rauf zum Orionnebel. So, nun positionieren wir die Kamera auch Richtung Orionnebel natürlich. Dafür lösen wir wieder den Kugelkopf. Suchen die drei Hauptsterne horizontal, wie wir früher gesehen haben in der App Stellarium. Fixieren den Kugelkopf, zoomen hinein und jetzt sieht man schon schön die drei Hauptsterne. Und wenn wir dann nach unten gehen von den Hauptsternen weg, vertikal hinunter, sieht man wieder drei Sterne, sieht man schön im Display der Kamera und da drinnen befindet sich unser Orionnebel. Wir machen jetzt das erste Probebild. Und man sieht jetzt schön schon am Ergebnis. Ja. Am Ergebnis sieht man so schön hier die helle Fläche, die kleine. Das ist unser Orionnebel. Man muss jetzt bedenken, wir haben jetzt erst ein Foto gemacht mit einer Verschlusszeit von 1,6 und der Orionnebel ist schon ersichtlich. Nun haben wir einen Orionnebel links im Bild. Wir gehen jetzt dann auf Intervall, setzen unser erstes Intervall von 70 Bildern und starten das Intervall jetzt. Und die Intervallaufnahme, die erste ist jetzt fertig und man sieht jetzt schön, wenn man vorspult in die einzelnen Bilder, wie sich der Orionnebel von links nach rechts im Bildausschnitt bewegt. Natürlich, umso länger wir jetzt das Intervall schalten, umso länger wir in dieser Position mit der Kamera verbleiben, irgendwann wird uns der Nebel von links nach rechts verschwinden. Man sieht hier schön den Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Foto, wie er von links nach rechts springt. In diesem Fall, wenn der Orionnebel aus dem Bildausschnitt herausgeht, den Kugelkopf lösen, die Kamera wieder so weit nachstellen, dass unser Orionnebel wieder so wie am Anfang links im Bildausschnitt zu sehen ist. Dann können wir das nächste Intervall starten. Wir werden von Orionnebel ungefähr 350 Fotos machen und dann werden wir mit den Darkframes beginnen. So, wir haben jetzt unsere 350 Fotos vom Orionnebel. Nun nehmt ihr eure Objektivkappe, lasst die Kameraeinstellung identisch, Brennweite identisch, Fokus identisch, gebt den Objektivdeckel vorne auf das Objektiv. Geht wieder in eure Intervallseinstellung hinein. Setzt ein Intervall von 50 Stück und aktiviert das Intervall. So, wir haben jetzt unsere 350 Fotos vom Orionnebel geschossen und unsere 50 Darkframes in den Objektivdeckel hinein. Im nächsten Teil werden wir dann die Fotos zusammenstecken, also verrechnen, dass wir ein schönes Foto rausbekommen.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe bis hierher jetzt dann nochmal helfen können. Und ich hoffe, dass wir uns im zweiten und im dritten Teil wiedersehen. Und sage schon mal Danke. Und ich hoffe, ihr hinterlasst mir Feedback, dass mein erstes Tutorial ist, dass ich weiß, wie, in was für Richtung ich einschlagen muss, was ich verbessern könnte. Könnt ihr positives Feedback, negatives Feedback da lassen, das ist euch überlassen. Und vielleicht würde mich gefallen über einen Daumen nach oben und vielleicht über ein Abo. Danke, ciao.